Stecknadeln gegen das Vergessen. Damit die zeitgeschichtlichen Entwicklungen, etwa rund um das jüdische Leben in Bad Ischl vor der Arisierung oder auch das Wirken von Widerstandskämpferinnen wie Theresia Pesendorfer, einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden können, entstand in Bad Ischl eine Stadtspazierrunde sowie eine Radroute mit zeitgeschichtlichen, interessanten markierten Stationen. Für diese Stadtspazierroute Jüdisches Ischl und die Radtour Widerstand wurden 12 überdimensionale Stecknadeln aus Edelstahl im Stadtgebiet montiert. Der Kopf der jeweiligen Stecknadel ist aufklappbar und darin befinden sich Informationen, die an zeitgeschichtliche Ereignisse und Persönlichkeiten erinnern. In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Bad Ischl und der Künstlerin Theresa Distelberger fand vergangene Woche in der Trinkhalle Bad Ischl die Eröffnung des Gedenkprojekts Stecknadeln der Erinnerungen statt. Theresa Distelberger, dieses Stecknadelprojekt, das du hier in Bad Ischl realisierst, ist ja nicht ganz unbrisant. Da werden schwierige zeitgeschichtliche Themen behandelt, Nationalsozialismus, Arisierungen und so weiter. Wie hast du denn die Atmosphäre hier in Ischl erlebt? Sind die Menschen offen für dieses Thema? Ist man bereit gewesen, da auch mit dir zu arbeiten in der Bevölkerung? Also die Menschen, die sich wirklich dann auch darauf eingelassen haben, die waren total dankbar, dass da jemand von außen kommt und haben auch immer wieder gesagt, ich glaube, wir brauchen wen von außen, der das macht sozusagen, ist vielleicht dann auch für mich leichter. Und da habe ich einfach ganz, ganz tolle Zusammenarbeit gehabt mit Kurt Lux zum Beispiel. Wir beide haben dann auch ein Video auch aufgenommen zum Beispiel und es war einfach auf unterschiedlichen Ebenen schon sehr positive Resonanz da. Auch wie ich dann eben so öffentliche Veranstaltungen dann machen durfte, weil während dem Festival der Regionen waren noch sehr viele Corona-Restriktionen, waren sehr viele Menschen dann auch immer bei den Veranstaltungen da. Mir ist gesagt worden, es waren sogar die ersten Veranstaltungen zum Thema NS-Zeit, die öffentlich gemacht wurden hier in Bad Ischl. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass die Zeit reif ist, dass es einfach wirklich ein Bedürfnis auch ist für Menschen, die in Bad Ischl leben, sich auch da mit dieser Vergangenheit in ihrem Ort zu beschäftigen. Wie funktioniert denn dieser Wanderweg, wenn wir es so nennen wollen, mit den 12 Stecknadeln der Erinnerung, die du mit deinem Team in ganz Ischl und Umgebung appliziert hast? Wie funktioniert das, wenn man sich dafür interessiert? Was muss man da tun? Also am besten holt man sich eine Landkarte, entweder bei der Gemeinde oder beim Tourismusbüro, Salzkammergut Touristik, liegt das überall auf und da hat man dann zwei Möglichkeiten. Man hat nur die Spazierroute Jüdisches Ischl, die ist eher im Ortszentrum, eine Runde, wo man 6 Stecknadeln findet, die mit jüdischer Geschichte in Ischl zu tun haben. Oder man nimmt sich Zeit für eine Radtour. Die Radroute Widerstand führt eher aus dem Zentrum hinaus, weil dort waren ja auch eher die Verstecke zu finden sozusagen von Menschen, die sich damals mutig gegen den Nationalsozialismus eben aufgelehnt haben. Oder wenn man sich einen ganzen Tag Zeit nimmt, kann man vielleicht auch mit dem Rad einfach alle 12 Stecknadeln dann eine große Runde einfach fahren, um die zu besuchen. Ja, das Projekt macht aufmerksam mit gewissen Stecknadeln auf gewisse Ereignisse. Vielleicht kann man ein, zwei Ereignisse besonders herausheben, beziehungsweise Punkte, wo diese vorhanden sind. Naja, wir haben jetzt also durch das, mittels einer Fahrradtour haben wir schon einige Stecknadeln abgefahren. Und da wäre beispielsweise eine zu nennen, wir waren beim sehr bekannten Kaiser-Jagd-Standbild auf der alten Straße Richtung Laufen. Das war ein Treffpunkt der damaligen Widerstandskämpfer, der Ischler Jungkommunisten. Und man hat genau solche Standorte gesucht, weil sie relativ unverdächtig waren, sozusagen, weil sie erinnern an die Monarchie und wenn sie dort also jemand trifft, dann ist das also eher unverdächtig. Ein weiterer Punkt war etwa am Kreuzplatz, das war unsere letzte Station beim Radfahren. Diese Stecknadel erinnert an ein Ereignis aus dem Jahr 1947. Und zwar gab es da die sogenannte Milchdemonstration in Bad Ischl. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Im Hotel Goldenen Kreuz war ein, man könnte heute sagen, ein Flüchtlingslager. Das waren Überlebende von Konzentrationslagern, das waren lauter jüdische Überlebende. Und da gab es dann eine Order, dass also die jüdischen Überlebenden Frischmilch bekommen sollten, währenddessen die Ischler Bevölkerung also weitgehend Trockenmilch erhalten sollte.
Und daraufhin hat es eine Demonstration gegeben vor dem Rathaus, wo eben mehrere Leute eben gesprochen haben, unter anderem der Raimund Zimpernick, der eben auch im Widerstand war. Und das Ganze hat sich etwas aufgeschaukelt. Es war eine große Menge von Menschen dort und die sind dann durch die Schulgasse direkt zum Hotel Goldenen Kreuz, dort wo man eben die Juden untergebracht hatte. Und es gibt einige Berichte, es sollen antisemitische Parolen gerufen worden sein, es sollten Fensterscheiben zu Bruch gegangen sein, das heißt irgendwie eine Art Angriff auf das Hotel, wo eben die Juden untergebracht waren. Und die Amerikaner haben dann sehr, sehr rigoros durchgegriffen, haben die Leute verhaftet, die also da federführend waren. Und es gab dann eine Verhandlung, also einen Militärgerichtsprozess, und es wurden rigoroseste Urteile verhängt. Raimund Zimpernick wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt, der aber 2 Jahre vorher aus dem Konzentrationslager kam. Ja? Und einige andere hatten 5-jährige, 2-jährige Haftstrafen. Und das Ganze ist sogar bis zum Ministerrat ins Parlament gegangen. Man hat Petitionen eingereicht und die Urteile wurden dann sozusagen revidiert. Trotzdem ist Raimund Zimpernick 7 Monate im Polizeigefängnis in Linz gewesen. Nicht? Die Amerikaner waren da sehr rigoros gegen antisemitische Ausschreitungen zu diesem Zeitpunkt. Wie wichtig ist es heutzutage, dass das Thema Nationalsozialismus aufgearbeitet wird und vor allem natürlich auch die Vergangenheit, gerade besonders des Salzkammergutes? Na, gerade im Salzkammergut sehr, sehr wichtig, weil es hier beide Teile gab. Da gab es die Illegalen, die 1938, 1939 im Widerstand waren, und es ist nicht aufgearbeitet. Ich musste es unlängst mal in einem Wirtshaus in Ebensee am eigenen Leib erfahren, wurde dort rausgeschmissen, weil der Wirt der Meinung war, man soll es nicht aufarbeiten. Also ganz, ganz wichtig, obwohl das jetzt 5 Generationen, 4 Generationen, 3 Generationen vorbei zu sein scheint, ist es aber nicht, und es wird uns noch lange, lange begleiten. Wie heikel ist es, dieses aufzuarbeiten sozusagen? Muss man schon ein bisschen behutsam wahrscheinlich vorgehen damit? Wie heikel es ist, habe ich immer am eigenen Leib gespürt, weil mir ein Wirt an der Gurgel gefasst hat und rausgetreten hat. Also es ist körperlich gefährlich. Nein, natürlich ist mir nicht viel passiert dabei, aber es gehen Freundschaften verloren, wenn man anfängt zu diskutieren. Und die Wut und Aggression und das Unverständnis, das in der Enkelgeneration, Urenkelgeneration steckt, ist sehr, sehr überraschend. Also schwierig, man musste mit viel Empathie und Verständnis reingehen, um zu erfassen, dass das so Jahrzehnte später noch so ein Triggermoment in sich trägt. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass da mit dem Holocaust und mit dem Zweiten Weltkrieg eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte geschehen ist, das auf österreichischem Boden, und dass hier Täter, Opfer und deren Nachkommen das Ganze aufarbeiten müssen. Traumatisierungen, die über viele, viele Jahre weitergegeben werden, gehen durch Erzählungen, durch Nichterzählungen, durch Verschweigen, es wurde jahrzehntelang nicht darüber gesprochen, epigenetisch. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und in Wahrheit gehört jeder Österreicher, jede Österreicherin in eine Traumatherapie. Natürlich nicht möglich, aber da steckt so viel Verschwiegenes drin und so viel Unausgesprochenes, so viel Leid. Kein Wunder, dass es so schwierig ist. Also beim Festival der Regionen 2020 bin ich auf die Theresa Distelberger aufmerksam geworden, und da hat es dieses Projekt ja Stecknadeln der Erinnerung bereits gegeben, und mir hat das damals eigentlich sehr interessiert, und dadurch die Stecknadeln damals nicht wetterfest waren und sehr wenige waren, habe ich dann mit ihr Kontakt aufgenommen, und wir haben diese Stecknadeln der Erinnerung in ein großes Projekt eingebunden, und das heißt Erinnerungskultur, Frauen sichtbar machen. Und zu diesem Thema bin ich eigentlich gekommen, weil ich 2020 am Internationalen Frauentag wollte eine Videobotschaft aufnehmen vor einem Denkmal, was mit Frauen zu tun hat, und ich bin draufgekommen, gibt es in Bad Ischl nichts. Das Einzige, was es gibt, ist die Sophienbrücke, und ich war dann eigentlich recht erschüttert. Und dann ist der Mario Friedwagner auch gekommen, denn die Resi Besendorfer ein großes Anliegen ist, und dann haben wir uns gemeinsam zusammengesetzt und haben ein großes Projekt, die Stadtgemeinde bei Regis, eingereicht, und dies war heute der erste Baustein, die Stecknadeln der Erinnerung, wo wir jetzt auch eben diesen Plan haben, diese Karte, wo 3 Routen möglich sind, eine Radroute und 2 Gehrouten, und in ganz Bad Ischl sind in 12 Stecknadeln
sichtbar gemacht worden, und mit dem QR-Code kommt man dann auf die Homepage Kultur, auf die Homepage von der Stadtgemeinde Bad Ischl, und da erfährt man dann Näheres. Der Widerstand hier im Salzkammergut ist ja auch ein wichtiges Thema dieses Stecknadelprojekts. Wärst du auch dafür, wie viele in der Ischler Zivilgesellschaft ja meinen, dass man diese Widerständlerinnen und Widerständler auch öffentlich mehr ehren sollte? Es ist immer wieder die Rede davon, dass man die Widerstandskämpferin Resi Pesendorfer vielleicht mit einem Platz ehren sollte. Wie ist deine Position dazu? Also ich denke, es gibt sicher viele Straßennamen oder so von Menschen, die nicht so viel Mut aufbringen mussten, um jetzt eine Straße nach sich benannt zu haben. Und jemand wie die Therese Besendorfer ist eine Frau, die einfach, wo es wirklich gefährlich war, solidarisch war mit Menschen, die auch eben sich dagegen gestellt haben, die Menschen versteckt hat, die Botschaften herumtransportiert hat. Und auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass ein Platz nach ihr benannt ein sehr, sehr stimmiges und starkes Zeichen wäre. So gesehen sind diese Stecknadeln der Erinnerung ein Impuls, ein Initiationsprojekt, dem wohl noch mehrere folgen sollen. Findest du das gut? Also eine Stecknadel zu setzen ist so ein bisschen wie Akupunktur. Vielleicht tut es mal kurz weh, aber dann bringt es Energie ins Laufen. Und ich glaube, es ist ganz viel da schon sonst auch anderes am Laufen, was gar nicht mit mir zu tun hat, wo sich ganz viele andere Menschen auch engagieren, gerade auch für diesen Platz zum Beispiel, wo eben Mario Friedwagner dahinter steht auch und andere Menschen. Und ich glaube, dass es da ganz viel zu tun gibt und viele Menschen sich dann auch das eine oder andere, der einen oder anderen Sache annehmen können. Es wird jetzt ja mit diesem Projekt, das heute vorgestellt wurde und eröffnet wurde, direkt an die Bevölkerung sozusagen getragen, dass jeder halt ein bisschen Einblick hat und sich dafür damit beschäftigen kann. Wie wichtig ist es und vor allem, was sagen Sie persönlich zur Umsetzung? Also ich finde die Umsetzung großartig, weil dem im wahrsten Sinne des Wortes niemand aus dem Weg gehen kann. In Wien und in anderen Städten gibt es Stolpersteine mit ähnlichen Erinnerungsmomenten und Punkten. Und man kommt eben nicht umhin, man muss nachdenken, man muss überlegen, steigt man hin, geht man hin, spricht man drüber. Es ist eine wunderbare Form der Konnotierung dessen, was passiert ist. Welche Reaktionen erwartet man sich von der Bevölkerung? Ich glaube, dass bei der Bevölkerung gemischte Reaktionen geben wird. Also wenn man schaut, ich war total begeistert, wie viele Besucherinnen und Besucher heute bei dieser Eröffnung gewesen sind. Aber es wird natürlich auch welche geben, die das ein bisschen kritisch sehen. Und ich glaube, da ist dann wichtig, einfach mit diesen kritischen Personen ins Gespräch zu kommen, weil es ja nicht sein soll, dass wir irgendwelche Leute von damals an den Pranger stellen wollen, sondern wir wollen einfach erinnern und die Geschichte weitererzählen. Und ich glaube aber schon, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, wenn man ihnen das erklärt, wenn man sich die Zeit nimmt, dass man vielleicht manche auch umstimmen kann, aber auch wenn es negative Stimmen weitergeben wird, sehe ich als Bürgermeisterin als meinen Auftrag, zu erinnern und zu gedenken.